Servus Leute, willkommen zum heutigen Video. Das ist die Dunlop Fireblade 217 PS Drehmoment, technische Daten blende ich euch hier ein. Nice Bike, es soll aber auch um den Reifen gehen, nicht nur um die Dunlop Fireblade. Ein bisschen gepaart, ich glaube die Mischung macht's aus. Der Dunlop Sportsman TT ist ein Straßenreifen mit Orientierung 50% Straße, 50% Landstraße. Und ja, ist ein mega Reifen, bin ich auf der Rennstrecke gefahren. Ich finde, auf der Rennstrecke funktioniert der echt sehr, sehr gut. Auf der Straße klar auch. Aber wenn man innerhalb der SCVO fährt, empfehle ich den Sportsman MK3. Der Reifen ist rechts auf Kante, links nicht, weil ich hier keine Linkskurve habe, wo ich ihn auf die Kante bringen könnte, sicher. Er bekommt seine Temperatur bei gerade mal 20 Grad Außentemperatur, sprich echt solide. Let's go mit der Fireblade. Ihr habt verschiedene Modi. Schaut euch einfach mal mein erster Eindruck Video an. Da seht ihr alle Modis und so, die ich dann erklärt habe. Das Cockpit ein bisschen. Hier groß, Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, Ganganzeige, das ist das Wichtigste. Und dann können wir auch direkt schon fahren. Wir haben den Straßenmodus drin, nicht den Trackmodus. Wir befinden uns auf der Straße. Da reicht der Straßenmodus dicke. Mist. Ein Auto vor uns. Da mal schauen, ob wir es mit 217 PS überholt bekommen. Oh, hört sich schon mal gut an. Ja, hört sich gut an. Ist halt eine Fireblade, ne? Fährt sich echt super schön sportlich. Gepaart mit dem Sportsman TT halt auch wunderschön handlich und neutral. Muss man sagen, wenn wir halt hier eine Linie anpeilen. Ja. Also negativ kann ich es definitiv nicht beurteilen. Das Bike an sich und allgemein den Reifen, das ist halt eine traumhafte Kombination. Ich glaube, das macht es aus, wenn man ein sportliches Bike hat, dass man halt auch einen passenden Reifen dazu hat. Das ist halt immer optimal. Aber anstrengend zu fahren ist sie auf jeden Fall. Ist halt ein Sportler. Quickshift Uplipper funktionieren seidenweich. Wir treffen halt auch immer die Linie. Klar, ich fahre jetzt etwas sportlicher als ich normal tue auf der Landstraße und sie schreit direkt an. Ist absolut geistesgestört. Ja, ein herrliches Bike, ein Gang höher in Kurven und hohen Schräglagen ist natürlich immer praktisch. Boah, RIP. Da muss ich aufpassen, sonst muss ich das Video zensieren. Wir halten uns zurück. Ist hier eine öffentliche Straße. Und das ist eigentlich relativ schön demonstriert, wie das Bike funktioniert. Das ist halt genau dieser Bereich, wo sich die Fireblade halt auch wohlfühlt. Wenn man ein bisschen die Sporen gibt, sich aber ein bisschen zurückhält. Ist einfach herrlich, das Motorrad. Kann man absolut nicht anders beschreiben. Und was mir aufgefallen ist, generell bei der Kombination zwischen dem Sportsman TT und Supersportmotorrädern, die ja tendenziell immer agil ausgelegt sind, dass dieser Sportsman TT einfach so eine schöne Neutralität reinbringt ins allgemeine Fahren von Supersportmotorrädern, sei es jetzt die BMW S1000 Doppel-R, die Yamaha R1 oder hier die CBR 1000 RRR. Das ist ein Name zu verfluchen, aber man sagt einfach Fireblade, das passt. Also ist es nicht auch so im echten Leben, dass wir uns unseren Kameraden immer Spitznamen geben, weil es einfach leichter von der Hand flutscht und auch ein bisschen Emotion an den Namen bindet. Ja, schön. Also einige haben kritisiert, dass die Maschine unten raus nicht so viel Bums hat. Das muss ich halt widerlegen. Also klar, sie hat unten raus wenig Leistung im Vergleich zur Top End. Aber für die Landstraße, wie ihr gerade seht, ist hier schon sportlicher gefahren, als die meisten Leute auf der Landstraße fahren. Betonung liegt auf Meister. Es gibt ein paar Leute, denen ist ihr Führerschein und ihr Leben egal. Zu der Kandidatur gehöre ich gerade nicht. Und deswegen, also auf der Landstraße echt über jeden Zweifel erhaben. Ja, fährt sich halt wunderbar und schön präzise. Also ich lüge nicht, ihr seht es an meiner Linienwahl. Ein Reifen, der sich nicht gut fährt, der zwingt einen oft zum Korrigieren. Und das seht ihr halt auch hier in Kurven, wenn ich hier einen Radius anpeile und nicht korrigieren muss, hier so schön durchziehe, dann harmoniert der Reifen mit dem Fahrzeug wunderbar. Die Frage ist halt auch immer, wer bewegt die Fireblade und wo bewegt er sie? Wenn ihr jetzt damit nach Kroatien fahrt oder Touren fahrt mit einer Fireblade, dann schaut euch um nach einem Straßenreifen wie dem Sportsman MK3, der halt zu 90% Straße ausgelegt ist und 10% Rennstrecke. Da hat Dunlop halt eine super schöne
schöne Darstellung online. Also die sagen zu jedem Reifen anteilig, wo ist das Einsatzgebiet am optimalsten und für wen ist am besten geeignet der Reifen. Und für mich persönlich ist das Sportsmart MK3 am geeignetsten, weil ich den Sportsmart TT einfach anders benutzt habe. Der Sportsmart TT war da besser geeignet, als ich auf die Rennstrecke gegangen bin und als ich halt wirklich auf der Landstraße durchgezimmert habe, Leute, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich bin kein Valentino Rossi, Leute, aber ich krieg schon hin, zügig zu fahren, mal das Knie zu schleifen und das ist so ein Firlefanz oder halt neue Schräglagen auszuprobieren. Wenn ihr eher die Generation seid, oh, let's go, lass mal ein bisschen, ja, danke fürs Blinken. Also im sechsten Gang, wir können uns mal fallen lassen, lass mal den vierten Gang sein, weil da fährt man gerne auf der Landstraße von 80 km/h aus, 90, 100. Also ich würde schon sagen, die hängt schon die ein oder andere 125er ab mit der Beschleunigung. Also mir persönlich gefällt sie, aber ich bin auch schon so viele Bikes gefahren, da kann ich halt Hondas echt wertschätzen. Ne? Ich möchte jetzt in dem Testvideo auch nicht irgendwie flexen, wie gut ich fahren kann oder so, deswegen wir lassen die Sache ruhig angehen, die Dunlop-Bikes sollen ja halt auch heile bleiben, ist ja auch fremdes Eigentum, sprich ein Lowsider muss jetzt nicht sein mit einer Fireblade, die mir nicht gehört. Und ja, also die Sache ist relativ klar, ich finde die Aktion von Dunlop einfach perfekt, einfach aus dem Grund, auch wenn mir der Sportsmart TT super zugesagt hat, eben von meinem Fahrprofil her damals, als ich halt zügig auf der Landstraße unterwegs war, halt die Limits von mir persönlich ausgetestet habe und, muss ich ehrlich sagen, dass jeder Fahrer halt anders ist. Jeder Fahrer hat ein unterschiedliches Limit und ich bin der festen Überzeugung, dass man einfach die Reifen durchprobieren muss. Man muss einfach mal sagen, hey yo, ich glaube, der Reifen passt von der Beschreibung zu mir. Ich probiere es jetzt mal aus und dann kaufe ich ihn mir und fahre ihn halt Probe. Oh, das wird jetzt eine richtig, richtig eklige Sache. Ich muss jetzt ausscheren wie ein fucking Bus, um da rumzukommen. Komme ich da rum? Ne, vom Lenkanschlag nicht. Ich komme vom Lenkanschlag nicht um die Kurve mit der Fireblade. Lustig, lustig. Naja. Also der Sportsmart TT, ich finde, der ist halt super, super, super toll für Leute, die halt, wie gesagt, das Fahrprofil wie ich damals haben. Hey yo, ich möchte mal auf die Rennstrecke fahren und hey yo, ich möchte mal auf der Landstraße meine Grenzen austesten. Aber alle anderen, die sagen, hey yo, ich möchte STVO fahren. Dunlop hat so viele andere schöne Reifen im Programm. Mein absoluter Favorit ist das Sportsmart MK3 für Leute, die STVO fahren und für Leute, die halt wirklich sportliches Motorrad haben, egal ob sportlich agiles Naked Bike oder sportlich schön, knackig, eine Supersportler, den empfehle ich den Sportsmart TT gegenüber anderen Reifen, die ich bisher gefahren bin, einfach aus dem simplen Grund, weil für mich halt die perfekte Mischung getroffen ist zwischen schön sportliches Motorrad, aber ich möchte jetzt einen neutralen Reifen drauf, ich möchte das Motorrad halt so präzise haben, dass ich genau weiß, wenn ich jetzt hier einlenke und die Linie anpeile, dass der Reifen auch die Linie fährt. Oder mit einem Sportsmart MK3, das ist halt wieder eine Abwägungssache. Und dann gab es auch noch einen riesen Kritikpunkt, und zwar Regen. Viele sagen, oh ja, scheiße, es regnet, jetzt brauche ich einen Unfall mit dem Sportsmart TT und so. Es tut mir leid, ich kann den Regen leider nicht herzaubern. Es gab gerade die Riesenfluten, wo viele Leute ihr Heim verloren haben. Mein Beileid an der Stelle und alle Leute, die halt geliebte Menschen, Familienangehörige oder sonst was verloren haben. Aber der Dunlop Sportsmart TT fährt einwandfrei im Regen. Ihr dürft nicht vergessen, es ist kein Silika-basierender Reifen, sprich kein Reifen, der irgendwie super Grip im Nassen aufbaut, aber er reicht dicke, um damit nach Hause zu fahren. Ich bin auf einer Rennstrecke mit dem, oh, ich wollte rechts fahren, jetzt bin ich aus Versehen die Strecke gefahren. Egal. Ich bin einfach auf einer Rennstrecke unter eine 3 Minuten gefahren mit einer NT07 auf 48 PS im Regen auf dem Sportsmart TT. Ich war einer der wenigen, der mit dem Sportsmart TT auf die Rennstrecke durfte, weil alle Leute mit normalen Slicks ohne Regenreifen oder profilierten Straßenreifen dürfen nicht auf die Renne. Und das ist die Stärke vom Sportsmart TT. Ihr habt einen Reifen, der funktioniert auf der Landstraße sportlich gefahren, der funktioniert bei Regen ausreichend wirklich. Ich bin damit unter 3 Minuten, wie gesagt, mit der NT07 gedrosselt gefahren. Trocken war meine Bestzeit 2:26. Also Knieschleifen würde ich damit jetzt nicht im Nassen. Würde ich generell mit keinem Reifen empfehlen, weil ihr einfach Verunreinigung auf der Straße schlecht seht. Und ja, das ist so mein Punkt, der größte Favorit, der größte Pluspunkt für den Reifen. Er funktioniert in so vielen Belangen. Sei es jetzt die Landstraße sportlich gefahren, die Rennstrecke bei Nässe, bei Trockenem, ihr müsst eure Reifen nicht umziehen.
Einfach herrlich für jemanden, der absolut nicht komplett geistesgestört schnell fährt, sondern gern zügiger fährt als die in meinen Augen STVO erlaubt, weil wenn ich ihn in der STVO fahre, Leute, da brauchen wir gar nicht anfangen. STVO, da reicht der Vespa. Aber für Leute, die halt gerne mal Kniesteifen, Elbow Down versuchen und so, da ist das Sportsman TT super geeignet. Ist meine ehrliche Meinung. Und ja, also ich würde den Sportsman TT wirklich nicht als schlechten Alltagsreifen betiteln, sondern als einen schönen sportlichen Reifen. Ich habe ihn vielen Freunden weiterempfohlen. Jeder einzelne Freund hat sich bedankt und fährt ihn auch wirklich super gern. Man sieht halt auch, der Reifen ist halt schön ausgewogen. Der ist nicht mega spitz. Man sieht da, Dunlop-Reifen sind in der Regel etwas flacher, dementsprechend neutraler. Ihr habt genug Reserven vorne auf der Bremse, wobei er hinten halt schon auf Kante ist. Aber das ist absolut halb so wild. Zur Laufleistung kann ich halt auch noch sagen, der Reifen hebt bei mir persönlich 6000 Kilometer hinten, vorne etwas mehr, 8000, 9000 und dann ist er runter. Und da war halt schon Trackday mit dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.